Entschuldigung, dürfen wir ein paar Fragen stellen? Ja, wahr. Kennen Sie den HC Thurgau? Ja, seit er existiert bin ich dabei. Ja, ja. Das ist seit wann? Ja, seit, wann war das? 89 ungefähr. 89, da erst SC Weinfelden und dann haben sie den HC Thurgau gegründet. Ich war immer dabei. Okay, jetzt auch? Jedes Heimspiel weggeschaut. Immer treuer Fan? Immer treuer Fan. Ich ärgere mich nicht jedes Mal, aber... Ja, wegen was ärgern? Wenn man im letzten Drittel 5 Goal überkommt, dann... Boah, ich weiß nicht. He. Ja, da hat es 2 Spieler. Ja, das glaube ich schon. Die haben sich vermutlich auch geärgert. Stimmt, oder? Ja, da weiß ich nicht. Müssen wir nachher schnell fragen. Also, Entschuldigung, darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Keine Ahnung vom HC Thurgau. Nicht. Ich bin vom Oberthurgau. Keine. Ja, die Oberthurgau ist nicht im Thurgau, ja, das stimmt. Also, welche Farbe hat der Böck? Schwarz. Eben, haben Sie doch eine Ahnung. HC Thurgau. Ist das der grösste Eishockey-Club im Thurgau? Ja, es hat ja wahrscheinlich nur einen, oder? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Noch ein paar mehr. Aber das ist der Beste. Das ist der Beste. Ja, ja, kann man so sagen. Sie gehen manchmal auch ein Match? Ich war genau 2 Mal Fan mit ihm in Weinfelden. Ja, und da wird er mal ein weiteres Mal gehen, oder? Wenn sie besser spielen. Nein, gewinnen. Also ist das Versprechen, wenn sie das nächste Mal gewinnen, dass sie das nächste Heimspiel kommen? Also das ist spontan, weil ich arbeite viel unregelmäßig und wenn ich frei habe und alles passt, dann gehe ich es schauen. Okay, okay, aber immerhin könnte es ein weiteres Mal geben, muss ich da zwei Fälle vorbeischauen. Du den Thurgau unterstützen. Und es ist eine gute Tat und ich würde jetzt eben sagen, was, oder du kannst mir sagen, welche Nummer das du willst. Dann würden wir das aufschreiben, du kannst es zahlen oder kannst es auf Rechnung haben. Und muss sie es nicht mit heimnehmen. Weißt du, wir lassen es da. Das heisst, ja, wir brauchen es noch. Und du denk siehst, auch. Ja, eben. Ja, gut. Jetzt, was meinst du, was wäre so für eine Nummer gut? Alles so eine Nummer aus. Wollen wir einen im Slot reinnehmen? Wollen wir im Bulli-Kreis reinnehmen? Nein, irgendwo. Willst du in der Mitte? 808. 808. Entschuldigung, sind Sie Fan vom HC Thurgau? Ja. Also teils. Ja. Was heisst jetzt so teils? Wir sind noch nie gross schauen, gell? Ja. Kann man das ändern? Ja, ja, je nachdem. Wenn es besser spielt. Ja, aber das sagen noch viele. Und wenn es dann besser spielt, dann kommen wir doch nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Stimmt nicht? Nein, stimmt nicht. Da kannst du im FC St. Gallen kannst du ein typisches Beispiel, kannst du schauen. Die spielen jetzt doch wunderbar. Dann sind es doch viel mehr Leute. Wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Das stimmt, oder? Das ist möglich, ja. Ja, ja. Ja, und haben Sie einen Lieblingsspieler beim HC Thurgau? Jawohl. Das ist der Meier. Aber auch Leitas. Wenn er bei mir schafft. Okay. Aber haben Sie ihn schon mal noch gesehen spielen? Nein. Okay, nächstes Heimspiel, ist gut? Jawohl, machen wir. Machen? Aber wie viel haben Sie jetzt noch geschätzt? Darf man das sagen? Ja, 2521. Ja, ja, okay. Keine Ahnung. Ja, kommt gut, kommt gut. Ah, gehen Sie einmal das Spiel schauen? Manchmal mit meinen Söhnen. Okay, die spielen dies okay? Nein. Nicht? Das nächste Heimspiel gehen Sie schauen? Vielleicht. Soll ich? Ja. Sollen wir das nächste Heimspiel schauen? Er sagt ja. Der Sohn sagt ja. Okay, gut. HC Thurgau? Ja. Das finde ich gut, das finde ich sehr, gut. Er auch? Oh, ich muss mir auch noch vorstellen. Wie heißt er? Wie heißt du? Eins. Okay. Schaust du gerne Spiel vom HC Thurgau? Kannst du gerne Eishockey schauen? Also, sind Sie schon mal ein Match geschaut vom HC Thurgau? Nicht? Nein. Aber würden Sie mal gerne? Oh, weiß es nicht, ne? Sie, ja. Ja, oh, jetzt müssen wir schnell fragen. Vielleicht können wir da irgendetwas organisieren, dass sie da können an einen Match gehen können. Ich meine, sie werden vielleicht ein riesen Fan, der grösste Fan, der hat es. Okay, das ist schwer. Aber. Schwer,
Sonst Eishockey haben Sie schon mal gesehen, so im Fernsehen? Ja, im Fernsehen schon, ja. Ich war ganz früh mal an einem Match in Kloten und dann bin ich am falschen Ort gehockt und seitdem bin ich nie mitgegangen. Ja. Ja, und dann? Ich habe einfach immer eine Freude gehabt, wenn einer Goal geschossen hat, aber das war eben nicht gut gewesen. Ja, das ist echt nicht gut. Aber das passiert beim HC Thurgau gar nicht. Weil da erkennt man eben, weil ich das HC Thurgau Fans sind. Ja, jetzt wüsste ich, wo ich hocken muss. Ja. Also in dem Fall ein Sitzplatz. Ja. Also stehen, das ist viel zu lang. Deutsch gesehen bin ich überhaupt kein Sportfan. Ja, das kann man ja ändern. Ja, sonst genug zu tun. Ja, aber das ist einmal am Abend so gemütlich in die Halle hineinhocken, ein bisschen fähnen. Nein, mein Hobby ist eben Theater spielen, oder? Und dann sind wir eben schon ziemlich ausgeruht. Ja, die Schiedsrichter machen manchmal auch ein bisschen Theater. Das ist auch noch spannend. Also ich nehme den mal mit, wenn der Junior mal mitkommt, können wir mal schauen. Ja, finde ich gut. Also, nächstes Heimspiel kommen Sie, oder? Ja, wenn ich die Eintritt bekomme, schon. Ja, für etwas verdient man Geld. Gut, ja. Also der Sohn würde sicher gerne gehen. Würdest du gerne am nächsten Match gehen? Ja. Okay, das ist eindeutig, dass sie am nächsten Match kommen. Gut, finde ich sehr gut. Okay, adieu. Oh, ja, grüezi wohl. Bist du Eishockey-Fan? Ja! Gehst du gerne HC Thurgau schauen? Ja. Wem gehst du einmal? HC Thurgau. HC Thurgau. Oh, und hast du einen Lieblingsspieler? Musst du da bleiben? Der Fabian. HC Thurgau, sagt das Ihnen etwas? Das sagt mir etwas, jawohl. Sind Sie Fan? Schon mehr Fan gewesen als heute. Aber also, wie lange ist denn das schon her, wo Sie so richtig Fan waren? Mike Posma hat noch gespielt, zum Beispiel. Ah, okay. Aber in dem Fall kommen Sie momentan nicht mehr so am Match? Ab und zu schon mal. Und können wir da ändern, dass Sie noch mehr kommen? Denke ich nicht, nein. Also, sicher? Sicher. Aber das ist aber sehr schade. Nein, ich gehe ab und zu, wenn es mich gerade gelustet. Und okay, also ist vor allem Zeit Frage. Ja. Okay, aber sonst... Es wäre aber auch schön, wenn sie ein bisschen konkurrenzfähiger wären. Das ja. Gehört noch dazu. Ja, okay, das müssen Sie nicht mir sagen, aber... Man muss ja nicht vorne spielen, aber so um die 8 wäre ja noch spannender, oder? Also ja, Playoff-Platz. Playoff-Platz, ja, okay. Genau. Ja, das wäre sehr cool, finde ich auch cool. Sie haben ein Stück Eis gekauft. Ist es ein gutes Gefühl? Oh, ist noch schwierig zu sagen. Ist so emotional. Ja, das. Total verrückt. Also, verrückt, ja. Also ein schönes Gefühl. Ja. Zwei Stück sind noch besser. Nein, eins langt. Ich gehe es dann im Frühling holen mit der PET-Flasche. Okay. Dass wir es behalten können. Ja, wie dick ist sie, was schätzen Sie? Oh, da habe ich keine Ahnung, ehrlich. Das weiss ich gar nicht. Ist gerade nicht so dick. 4 mm. Schon? Nicht mehr? Okay. In dem Fall 4 mm. Nein, 4 mm. 4 mm? Nicht mehr? Ja. Gehst du manchmal ein Match vom HC Thurgau? Ab und zu. Ab und zu ist zu wenig. Ein Spielplan. Du hast eine begeisterte Eishockey-Familie daheim wahrscheinlich, oder? Ja, da habe ich. Also dann könnt ihr dich sicher noch ein bisschen mehr an das Match mitnehmen. Ja, das könntet. Und du hast viele Kollegen, die du am Match mitnehmen könntest? Ja, sicher. Okay, dann finde ich... Wir jetzt gerade alle davonlaufen. Oh, ja, die sind... Nicht gut. Dann würde ich dich nicht länger aufhalten, aber am nächsten Match sieht man sich. Ja, ist gut. Okay, sehr gut. Danke. Können wir mal, wenn der HC Thurgau gut schiesst, können wir mal voll so jubeln. Ist gut. Ja, jetzt hier. Tun wir das mal machen. Ist gut. Ich zähle auf 3 und ihr tut voll jubeln, als hättet ihr ein Goal geschossen. Ist gut. 1, 2, 3. Yeah! Hey, super. Ja, so schiessen sicher noch mehr Goal. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr kein Goal schiessen. Immer zum Anführen. Und im nächsten Match könntet ihr ja. Könnt ihr ja mit Ballon kommen. Grüne und gelbe und dann können sie in die Luft rühren und dann eine Trommel mitnehmen und eine Huppi. Hast du eine Trommel daheim? Ja. Hast du sie schon mal mitgenommen? Nein. Wie die Grossen beim Fanclub, kannst du einmal draufhauen.